So, jetzt möchte ich euch mal ein Bike präsentieren aus Liechtenstein von der Bobber Garage, vom Reini Servello. Viel braucht man über den jungen Mann, glaube ich, nicht mehr sagen. Weltweit inzwischen unterwegs gewesen, hat die Daytona Bike Week gewonnen, hat in Dubai gewinnen können. Deine Passion ist ja Motorradschrauben, deine Passion sind alte Motorräder, obwohl ich immer wieder sehe, dass du das so ein bisschen kombinierst, auch mit neueren Parts, damit das Ganze einfach ein bisschen alltagstauglicher wird. Erzähl mal, was hast du uns hier gerade mitgebracht? Die El Cazador ist ein Bike, das hat ein guter Freund von mir mal bei mir in der Garage gesehen, als Ruine, ganz klar. Und er ist so ein bisschen Ferrari angehaucht, hat eine Ducati, ein bisschen ein Freak, ein Spinner. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, er hätte am liebsten so ein riesiger, böser, flacher Jäger. Wir sind ja alle irgendwo Jäger gewesen. Irgendwo Jäger und Sammler, aber wir haben ja auch andere Sachen gejagt ab und zu. Und somit haben wir dann angefangen, das ist ein 55er Wischbahnrahmen mit einem Schabelmotor, 1340er, den haben wir noch ein bisschen gepanscht. Dann haben wir hinten 5,5 Zoll Felge hingemacht. Also so breit wie gesagt ging die Kette. Genau, also mehr geht ja wirklich in den Rahmen nicht rein, das ist das absolute Maximum. Das ist das Maximum, dass es noch alles gerade läuft. Dann wollte er unbedingt nur ein Blech, kein Sattel mit Leder und so, wirklich hardcore. Dann den Kolb-Ostertank angepasst, dann die Gabel komplett gekürzt, dass er auch richtig tief und böse kommt. RSD-Lenker, die Stummellenker. Also sehr ein böses, brachiales Oldschool-Bike. Genau, jetzt hast du gesagt, den Tank haben wir ein bisschen angepasst. Sehe ich natürlich anders, den hast du nicht nur ein bisschen angepasst, sondern der sitzt ja sonst relativ weit hoch auf dem Rahmen. Den hast du richtig runtergebracht. Und hier bei dem Bike sehen wir natürlich auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Ein alter Rahmen, ein alter Motor und das Ganze hast du kombiniert wirklich mit den modernen Armaturen und auch mit der modernen Fußrastenanlage. Einfach um das Ganze, ich sag mal, alltagstauglich und auch funktional zu halten. Weil das Bike sieht ja nun wirklich so aus, das habe ich schon auf so vielen Straßen, auf so vielen Events gesehen. Das scheint ja auch so, als wenn der Junge damit richtig unterwegs ist. Ja, die allererste Fahrt mit dem Bike war nach Saalbach. Da war im strömenden Regen 8 Stunden nach Saalbach ausgehammert. Also war schon Action. Und man sieht ja auch, dass er wirklich bergauf, bergab unterwegs ist. Weil sonst hättest du nicht vorne zwei, vier Kolbenbremsen angebaut. Er ist halt ein Ducati-Fahrer sonst und der gibt ihm halt schon. Dann muss es auch funktionieren. So gut geht's. Ja, cool, dass du uns ein bisschen was über das Bike erzählt hast. Vielen Dank, dass du hier bist und tja, Reini wird uns garantiert noch über einige Bikes mehr erzählen.